Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Der Woche vor meinem heiß ersehnten Urlaub. Das heißt, ja, jetzt, wenn ich das Video drehe, bin ich schon mittendrin und ich war tatsächlich sehr urlaubsreif. Also ja, ich hatte ja bis Mitte August meinen dreiwöchigen Sommerurlaub und man könnte jetzt meinen, ja, eigentlich ist doch noch gar nicht so viel Zeit verstrichen. Da gebe ich absolut recht, aber irgendwie, ja, hat mir halt doch der Herbst sehr zu schaffen gemacht. Die Dunkelheit, die Kälte und ich habe diesen Urlaub jetzt sehnlichst herbeigesehen. Zudem gab es ja auch noch eine Stunde extra. Das heißt, mein Urlaub dauert jetzt eine Stunde länger. Das ist ja auch richtig, richtig toll, denn am Sonntag sind ja auch noch die Uhren umgestellt worden, was wiederum einen großen Struggle in mir ausgelöst hat. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich höre das aber zum Glück doch auch von anderen, dass so eine Stunde Zeitverschiebung nicht einfach immer so an allen vorbeigeht. Manche stört es zum Glück nicht. Bei anderen, denen geht es so ein bisschen wie mir, ist die innere Uhr erstmal so ein bisschen verwackelt. Ich weiß nicht, ob es bei mir daran liegt, dass ich ja, wenn es um das Aufstehen geht, eine Lerche bin, aber zu Bett gehend eine Eule. Und dass dann wahrscheinlich irgendeines meiner beiden Tiere in mir sozusagen der Meinung ist, irgendwas läuft jetzt verkehrt. Aber gut, ich genieße die Woche Urlaub und ja, möchte euch jetzt aber natürlich die Bücher zeigen, die ich in der Woche davor gelesen habe. Und ich habe auch eine sehr geile Serie für mich entdeckt. Es fehlen mir, glaube ich, aktuell noch 2 Folgen. Sollte sich an dieser Faszination und Großartigkeit etwas ändern, werde ich es in der nächsten Bücherwoche nochmal erzählen. Aber der Hauptteil der Serie ist in dieser Bücherwoche sozusagen ja, gelesen worden. Ja, die Woche begann mit dem neuen Buch von Cecilia Ahern. Ich habe Postscript gelesen. Es ist ja eine Art Fortsetzung zu PS Ich liebe dich. Und ich war sehr gespannt, ein bisschen kritisch und sehr neugierig auf dieses Buch. Und dann durfte es jetzt diese Woche auch gelesen werden. Ja, dann ein Buch, auf das ich lange gewartet habe und wohl auch viele von euch, das Geschenk von Sebastian Fitzek. Und ja, es gab keine Einzelrezension zu dem Buch. Sehr oft ist es ja bei Highlight-Büchern, gerade von Sebastian Fitzek, so, dass ich da gerne länger schwärme, warum es kein Einzelvideo gibt. Ja, dazu dann auf jeden Fall noch mehr. Und dann habe ich ein ja, absolutes Highlight auch gelesen. Oh, ich glaube, das Licht blendet gerade ein bisschen. Und zwar Die geilste Lücke im Lebenslauf von Nick Martin. 6 Jahre Weltreisen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen davon schwärmen und euch davon erzählen. Und ja, die Serie von dieser Woche, da geht es dann um Daybreak, die auf Netflix gestartet ist. Aber wir starten wie immer chronologisch mit den Büchern. Das erste beendete Buch der Woche ist Postscript von Cecilia Ahern. Es kann, finde ich, unabhängig von PS Ich liebe dich gelesen werden. Wer also sich angesprochen fühlt durch dieses Buch, kann ja ohne irgendetwas dazu greifen. Es hilft natürlich so ein bisschen die Vorgeschichte der Protagonistin zu kennen, zu wissen, auch was ihr passiert ist, auch ja, um vielleicht die Emotionen so ein bisschen nachzuvollziehen. Aber ich finde, man kann Postscript durchaus unabhängig voneinander lesen. Denn wir erfahren in Postscript eben, dass der Mann von Holly vor 7 Jahren an Krebs gestorben ist und dass er ihr Briefe hinterlassen hat. Und 12 an der Zahl, er hat für jeden Monat einen Brief hier hinterlassen, den er eben mit den Worten PS, ich liebe dich beendet hat. Und ja, wie wichtig ihm die Briefe waren und dann eben auch ihr und wie sie ihr auch zur Trauerbewältigung geholfen haben, das kann man eben im PS Ich liebe dich sehr detailreich ja, im Grunde lesen. Man erfährt hier wirklich dieses ganze Jahr, was er für Wünsche geäußert hat, wie sie diese umgesetzt hat und ja, wie es ihr dabei ergangen ist. Hier erfahren wir ein bisschen was, was vor 7 Jahren passiert ist, wie es Holly aus der Bahn geworfen hat. Und sie ist jetzt in einer neuen Beziehung und auch scheinbar wieder im Leben angekommen. Und sie spricht im Podcast von ihrer Schwester über diese Briefe, wie sehr sie ihr geholfen haben, was sie ihr bedeuten, was sie ihr auch heute noch geben, wenn sie daran denkt. Und dieser Podcast, ja, wird von vielen, vielen Menschen gehört.
Und es bildet sich ein kleiner Club, der PS Ich Liebe Dich Club. Und hier haben wir zumeist todkranke Menschen, die ihren Hinterbliebenen, ihren Lieben eben auch etwas hinterlassen wollen von sich selbst. Und man merkt recht schnell, es geht nicht nur darum, den Hinterbliebenen Trost zu spenden, sondern auch dem Todkranken sozusagen nochmal etwas Wichtiges an Aufgabe zu geben, bevor er im Grunde tatsächlich dann stirbt. Man merkt recht schnell in der Geschichte, dass Holly doch noch sehr an Gary hängt, ihrem damaligen Mann, und dass doch nicht alles so einfach ist, wie es heute scheint. Und auch so diese Gedankengänge, wer wäre ich heute, wenn ich ihn nicht verloren hätte, wenn ich ihn vielleicht auch gar nicht gekannt hätte, um ihn dann zu verlieren. Das waren aber Gedanken, und da komme ich später nochmal hin, die ich ein bisschen merkwürdig fand. Das ist so grob die Handlung, wie Holly eben auch auf diesen Club reagiert, welche Anliegen die Kranken haben und wie man vielleicht etwas Besonderes hinterlassen kann, insofern man das möchte. Und da komme ich schon zu meinem ersten großen Kritikpunkt, ob es wirklich immer für jeden notwendig ist, Briefe zu hinterlassen oder ein Video oder keine Ahnung was, ob das wirklich zur Trauerbewältigung hilft, ob es jedem Menschen hilft, ob es ein Rezept ist für alle. Das fand ich ein bisschen fragwürdig. Ich fand auch Holly sehr fragwürdig hier im Postscript, die nach 7 Jahren noch so an ihrem damaligen Mann hängt, wo ich mich fragte, ja, auch ich habe Menschen verloren, das ist auch durchaus schon länger her, und ich habe immer mal Gedanken daran, ich vermisse diese Menschen, jetzt kein Ehemann, aber ich vermisse diese Menschen. Aber ich frage mich, ob man als Toter wirklich möchte, dass die Menschen nach 7 Jahren immer noch an einem hängen, sich Gedanken machen. Ja, das klingt immer so hart und grausam, weil jeder trauert auch anders, jeder verarbeitet anders. Man verarbeitet auch Tote der Menschen anders, also wie nah man einander stand, welche Bedeutung der Mensch für einen hatte. Deswegen ist das schon, finde ich, fast sehr vermessen, diesen Gedanken jetzt laut auszusprechen von mir. Aber will man als Toter wirklich, dass ein Mensch nach 7 Jahren noch so an einem hängt und man ständig in dessen Gedanken kreiselt und der Mensch eigentlich gar nicht weitergekommen ist? Ich fände es unfassbar traurig und hätte, glaube ich, ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich wüsste, dass die Menschen, die ich zurücklasse, dass die noch 7 Jahre später gefühlt täglich an mich denken, noch Bilder auf der Vitrine stehen haben und eher mit einer Traurigkeit an mich denken, als dieses Bild anzusehen und vielleicht zu lächeln, weil dieser Moment, der eingefangen wurde, eine schöne Erinnerung ist. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Mich hat das in Postscript doch sehr gestört, wenn ich ehrlich bin, weil ich so dachte, Mädel, also vielleicht solltest du dir, also das klingt jetzt auch so abfällig, aber vielleicht solltest du dir mal eine Therapie suchen. Weil wenn jemand nach 7 Jahren immer noch trauert, immer noch sehr traurig ist, befangen ist und sich rund darum Fragen stellt, dann finde ich, ist das irgendwie nicht aufgearbeitet. Und ja, es ist Fiktion und ja, es ist nur ein Buch, aber Cecilia Ahern, fand ich, hat sich das einfach nicht so richtig im Grunde eingehen lassen. Und ja, es gibt Menschen, die nach 7 Jahren noch trauern, aber ob man das jetzt gut findet oder nicht, oder wie das der Tote auf einmal findet. Also ich fand das ein Thema, mit dem ich immer so ein bisschen hin und her gerissen war in dem Buch und was mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen gestört hat. Aber ja, ansonsten ist der Schreibstil, um jetzt das Positive durchaus der Geschichte hervorzubringen, der Schreibstil ist nach wie vor sehr gelungen. Ich finde, Cecilia Ahern kann schreiben. Es ist ein sehr moderner, flüssiger Schreibstil, ein sehr einnehmender Stil. Ich finde ihn wirklich sehr gelungen, weil man eben schon spürt, dass da Leidenschaft dahinter ist, dass da eine Idee ist, die eben wächst, die mit den Charakteren wächst. Ich mochte die Dialoge, die haben sich so lebendig und echt angefühlt und als hätten die eben wirklich stattgefunden. Das finde ich bei Cecilia Ahern immer wieder gut. Auch wenn ich jetzt so die letzten 2, 3 Bücher, glaube ich, so von den Handlungen nicht ganz nach meinem Thema fand, aber bei Postscript hat man gemerkt, diese Frau kann schreiben und das macht sie wirklich sehr, sehr gelungen. Und das hat mich natürlich auch sehr eingefangen in die Geschichte und hat mich sehr emotional mitgerissen, hat mich auch nochmal an PS Ich liebe dich erinnert, an die Emotionen, die ich damals hatte, wie sehr mich dieses Buch immer mal wieder bewegt, gehört ja auch, ich sag mal, zu meinen Lebenshighlights, Lebenslesehighlights, sag mal so in die Top 10 meiner Lieblingsbücher und ich habe es schon einige Male gelesen und Postscript schaffte schon, diese Emotionen wieder hervorzuholen, schaffte es für mich aber nicht ganz, neue Emotionen zu schaffen.
schaffen. Und das ist, glaube ich, durchaus was, was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, die Charaktere sind ja so Mitte, Ende 30, also gefühlt auch mein Alter, weswegen ich glaube auch PS Ich liebe dich damals für mich so gut funktioniert hat. Sie verhalten sich aber zum Teil wie uralte Leute. Und ja, ich kritisiere sonst oft Menschen, die 30 sind und sich verhalten wie 12, was mich genauso aufregt. Aber man hatte hier manchmal den Eindruck, es gibt kein Morgen mehr. Und ja, wenn man natürlich den Tod so nah hat, dann stellt sich oftmals die Frage, wie lange hat man noch? Das könnte jeden Tag vorbei sein. Und ja, dieses Gefühl kenne ich sehr gut, gerade weil bei mir im nahen Familienkreis ja eben auch sowas Thema ist. Ganz aktuell gefühlt jeden Tag vor Augen. Da stellt man sich dann auch die Frage, regt man sich über Kleinigkeiten auf oder ist das Leben nicht einfach so schön, wie es ist und genießt man es nicht so, wie es ist? Gelingt mir nicht jeden Tag, aber man probiert es jeden Tag aufs Neue. Aber hier hatte ich manchmal das Gefühl, die sind alle schon 80 und warten drauf. Also da war so wenig Hoffnung, so wenig, was noch alles passieren könnte, was man noch alles machen könnte. Und die haben sich gefühlt alle so aufgegeben. Also nicht die Todkranken, sondern die Freunde, Familie wirklich von Holly und Holly selbst. Ich fand das irgendwie sehr befremdlich und merkwürdig, weil ich durchaus jeden Tag aufwache, vielleicht nicht jeden Tag, aber und sage, hui, neuer Tag und was kommt und was mache ich nächstes Jahr und was will ich noch sehen auf der Welt und nicht jetzt konkrete Pläne habe, der Mensch bin ich tatsächlich nicht, wobei ich mich ja auch mit 60 auf einer thailändischen Insel durchaus im Weiß gekleidet wandeln sehe, aber das ist eher so eine abstrakte Vorstellung, aber ja, aber ich rechne doch nicht damit, dass es morgen vorbei ist. Was wäre das für ein trauriges Leben, wenn ich so durch die Welt ginge? Also ich fand das sehr befremdlich, so manche Gedankengänge der Nebencharaktere und auch von Holly, wo ich dachte, Mensch, ihr seid doch alle noch so jung. Und ja, man ist mit Mitte, Ende 30 noch so jung. Also man hat ja vielleicht ein bisschen was mehr als ein Drittel, wenn man ganz positiv denkt, so wie ich. Und ich möchte ja gerne 100 werden. Wo führt das heute eigentlich hin? Ja, ich rede nicht hier um Kopf und Kragen und natürlich, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen befremdlich. Also ich fand das Buch gelungen, ich fand es sehr gut, ich fand es auch emotional. Man merkt auch, dass in mir sich da so ein bisschen was bewegt hat. Aber ich habe eben doch auch 2, 3 Kritikpunkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Gerade dieses, die Toten nicht loslassen. Also das ist so, ach, damit tue ich mir sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen an meiner buddhistischen Lebensphilosophie liegt, dass ich da ein bisschen leichter bin, mit umgehe. Ich finde das manchmal sehr befremdlich, wenn man immer so traurig zurückblickt. Und ja, also wenn man sich an schöne Momente erinnert und man lächelt, ich glaube, davon hat der Tote, insofern er was davon hat, mehr als wenn man immer mit einem traurigen Gesicht an ihn denkt. Und also ein schönes Buch, wie gesagt, auch durchaus allein lesbar, ohne PS, ich liebe dich. Ich kann dann aber halt nicht beurteilen, wie die Emotionen sein werden, wenn man die Emotionen nicht wieder aus seiner Erinnerung holt. Weil an und für sich war Postcrossing ein bisschen weniger emotional. Obwohl es, wie man sieht, mich doch sehr aufgewühlt hat und auch sehr viel zum Nachdenken angeregt hat. Es ist ein schöner Roman, es ist ein Lebensroman, eine Lebensgeschichte, die mich gut unterhalten hat, aber ich sag jetzt mal nicht ganz so perfekt war wie PS, ich liebe dich. Und nun zu einem Buch, das ich heiß ersehnt habe. Ich habe auf Instagram geteilt, dass ich mir die Limited Edition geholt habe, also die limitierte erste Auflage vom Geschenk und ich möchte fast sagen, es ist das Geilste am Buch, ist die Verpackung. Ja, das ist also im Grunde schon ein Spoiler für die Rezension. Die Aufmachung ist wirklich wunderschön. Es ist wirklich wie ein Geschenk zu öffnen. Es ist, wie gesagt, die erste Auflage wird sein wie ein Geschenk verpackt sein. Und ich finde, dass man immer wieder bei Fitzek merkt, dass sich so ein bisschen, auch was Besonderes einfach für die Bücher ausgedacht wird. Ja, für mich braucht es dieses Drumherum eigentlich nicht, aber ich finde es trotzdem schön. Also ich bin dann manchmal halt auch Coverkäufer. Das Buch selbst ist dann in Rot gehalten, wie man hier unschwer erkennen kann. Also ja, es ist tiefrot. Ich hätte mir auch noch einen roten oder schwarzen Buchschnitt gewünscht. Das wäre aber wohl das vielen so gut gewesen. Ja, wir haben hier drin auch Sebastian Fitzek selbst, der einem
ja im Grunde das Geschenk überreicht. Also es ist auch wirklich sehr schön aufgemacht. Und es ist das neue Buch von Sebastian Fitzek. Ja, treffender Name, das Geschenk. Wer jetzt denkt, das hat irgendwas mit dem Päckchen zu tun, nein, der täuscht sich, das hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Hier steht groß und breit Psychothriller. Also ich habe sowohl Psycho vermisst wie auch Thriller. Und ich, ja, ich war ja letztes Jahr sehr angetan vom Insassen, fand den ja wirklich mega. Auch das Sachbuch dieses Jahr von ihm fand ich richtig, richtig toll. Vor 2 Jahren konnte ich ja mit Flugangst 7a, war das schon 2 Jahre? Ist das schon 2 Jahre her? Glaube ich nicht so viel anfangen. Ich glaube, den habe ich auch gar nicht mehr da, oder? Wenn ich mich irre. Der ist weitergewandert. Ja, ich bin ja mit Sebastian Fitzek immer so ein bisschen zwiegespalten. Diese Verschwörungs-Thriller-Bücher von ihm wie Passagier 23, wie Noah, Joshua-Profil, mit denen konnte ich nicht so viel anfangen. Ich mag Sebastian Fitzek tatsächlich eher, wenn er Psycho-Thriller schreibt, also gerne wieder Insasse, wie das Päckchen, wieder Augensammler, oder auch seine Anfänge, die ja alle sehr psychomäßig waren, wo man eben in den Kopf eines Serienmörders hineinsieht und irgendwie doch merkt, das Böse hat irgendwo seinen Ursprung und wie es dann eben im Grunde weitergeführt wird. Und ich hatte mich beim Geschenk unglaublich darauf gefreut, dass es wieder in diese Richtung geht, dass es nichts groß mit Verschwörung zu tun hat. Wurde aber eines Besseren belehrt, denn für mich ist das Geschenk tatsächlich eher wieder ein Verschwörungsthriller, der verpackt ist in einem Psychothriller. Und das macht dann tatsächlich auch das Geschenk irgendwie und die Verpackung. Das Buch steckt in einem anderen Buch. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Ja, wir haben das große Thema Analphabetismus im Buch von Sebastian Fitzek. Er hat auf der Leipziger Buchmesse schon ein bisschen was dazu erzählt, wie viele Menschen in Deutschland Analphabeten sind, nicht lesen können, nicht schreiben können. Und so treffen wir, in diesem tatsächlich, also schon, ich habe es tatsächlich ein bisschen schief in der Hand. Hier treffen wir Milan, einen jungen Mann, der eben nicht lesen kann, der in einer Beziehung lebt, der an und für sich sehr intelligent ist, aber auch nur als Kellner arbeitet, der mit dem Rad, glaube ich, unterwegs war. Und dort ein junges Mädchen hinten auf der Rückbank sitzen sieht, die einen Zettel ans Fenster hält und er sich diese Hieroglyphen irgendwie, die für ihn die deutsche Schrift ist, einprägt und irgendwo hinschreibt und dann eben so ein komisches Gefühl hat, dem Haus auch hinterherfährt und irgendwie merkt, da stimmt irgendwas nicht. Zudem wird er so ein bisschen an seine Vergangenheit erinnert, denn bei einem Hausbrand ist seine Mutter gestorben, er selbst hatte eine Gehirnverletzung, als er irgendwie einen Schacht hinuntergefallen ist. Und so richtig verarbeitet ist das noch nicht, denn er hatte auch eine beste Freundin, wo auch so anfänglich erste Liebe war. Und auch diese Vergangenheit holt ihn so ein bisschen ein. Und für wen das jetzt schon verworren klingt, dem kann ich versprechen, es wird noch verworrener, noch merkwürdiger und zum Teil noch unlogischer. Und ja, das klingt jetzt für Omir vielleicht sehr übertrieben, aber nein, das war es definitiv nicht. Das erste Drittel vom Buch war großartig. Er hat sehr brutal angefangen, er hat sehr psychotisch angefangen, er war sehr auf den Punkt, er war sehr schnell, er war sehr spannend und man malt sich so ein bisschen aus, in welche Richtung könnte es gehen. Leider kam es ganz anders, als ich irgendwie erwartet habe. So ab der Hälfte hatte ich mehr Augenrollmomente als Psycho-Momente, also ich habe mich weder gegruselt, noch fand ich es nach diesen ersten beiden Szenen sehr eklig, widerlich, brutal, überraschend, schockierend. Ich hatte diese Gefühle überhaupt nicht. Ich war eher genervt, ich habe Augen gerollt, ich habe über Logik nachgedacht, über was schreibt der Mann hier eigentlich gerade und ja, und ich mag diesen Mann. Ich mag Sebastian Fitzek unglaublich gerne von seiner Art, wie er mit den Lesern umgeht, wie er sein Autorenleben präsentiert, wie er bei Interviews ist. Ich mag Sebastian Fitzek unglaublich gerne und ich möchte eigentlich als Fangirl all seine Bücher lieben. Da macht es mir manchmal leider aber gar nicht so einfach. Ich muss ehrlich sagen, ab der Mitte war ich echt gefühlt an mancher Stelle unglaublich genervt von den vielen Zufällen, die da passierten, von dem, oh, guckt mal, ich habe recherchiert. Er hat da mit Zahlen zum Analphabetismus und Ähnlichem um sich geworfen. Zudem gibt es eine Auflösung, die so an den Haaren herbeigezogen ist, dass man sich nur noch denkt, ach ja, ja. Das Positive an diesem Buch neben der Verpackung
ist durchaus dieses Page-Turner-mäßige. Ich lese Fitzek in zwei Rutschen weg. Also er packt ein, er fesselt ein, er hat Cliffhanger am Ende von Kapiteln, von Abschnitten. Er reißt einen mit, er nimmt einen mit und er unterhält einen. Und das kann er unglaublich gut. Deswegen ist es für mich gar nicht so ein schrecklicher Thriller. Ich glaube einfach, dass eine Erwartungshaltung bei Fitzek unglaublich groß ist. Wahrscheinlich so groß, wie es bei keinem anderen Thriller-Autor für mich der Fall ist. Und auch wenn ich halt einfach zu einem unbekannten Autor und seinen Thriller greife, dann ist eine Erwartungshaltung halt anders, als es bei Fitzek ist. Das muss man ja eingestehen. Er ist gut. Ja, er ist gut. Es ist ein guter Thriller. Er ist irgendwie solide. Und wenn man das Page-Turner-mäßige hochrechnet mit der Unlogik und den vielen Zufällen, dann ist er einfach okay. Also es ist kein unglaublich schlechtes Buch. Also ich habe schon schlechtere Thriller gelesen und mit noch mehr Merkwürdigkeiten. Und ja, mir stellt sich halt immer wieder die Frage, warum ruft man nicht einfach die Polizei? Ja, aber das ist eine, ja, dann wäre jeder Thriller ja wahrscheinlich am Ende vorbei, aber das, oder zu Beginn der Geschichte vorbei. Aber es gibt da einfach so Momente, wo ich denke, nein, kein normaler Mensch würde jetzt einfach weitergehen, weitermachen und so tun, als wäre nichts. Das macht man einfach nicht, auch nicht als Analphabete. Und auch die ganze Geschichte um seine Vergangenheit von Milan, es war okay, mehr war es aber tatsächlich nicht. Und ich hatte ganz andere Erwartungen, was es mit diesem Analphabetismus auf sich hat. Und ich weiß nicht, warum er da nochmal drei Wendungen nehmen musste, um das zu erklären. Ich weiß auch nicht. Ja, es war okay, mehr nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich werde ihn vielleicht in Leipzig mal fragen. Nein, nachdem ich ja bei Fitzek immer keine Worte rausbringe, werde ich ihn nicht fragen, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ob das so ein Test ist. Ob wir Bücher von Fitzek bekommen, die einfach so sind, um zu sehen, ob sie einfach gefeiert werden, weil Fitzek draufsteht. Oder ob auch mal Leute merken, dass es eigentlich Bullshit war. Also ja, es war okay. Ich hätte es gerne geliebt, aber allein der schönen Verpackung wegen. Und ja, was soll ich sagen? Ja, leider nicht das Highlight wie erwartet. Dafür ein Buch, ein Highlight, was ich auch nicht erwartet hätte. Und zwar von Nick Martin. Und es blendet gerade so die Sonne rein. Ich hoffe, dass ihr das Cover trotzdem ein bisschen sehen könnt. Von Nick Martin, die geilste Lücke im Lebenslauf. Ja, Nick Martin ist mir schon etwas länger im Begriff. Ich denke, so ein halbes Jahr. Ja, vielleicht so grob. Da bin ich irgendwie per Zufall bei Spotify über seinen Podcast gefallen. Und neben Weltwach mag ich ja auch immer mal wieder so Reise-YouTuber gucke ich gerne. Ich höre mir aber auch Reisepodcasts gerne an und bin bei Nick Martin hängen geblieben. Nicht nur, weil er ein junger Mann ist, ich glaube 86er Baujahr, wenn ich mich irre. Genau, also 3 Jahre jünger wie ich. Sondern er ist aus Würzburg und hat einen wunderbaren Fränkischen, ist Würzburg noch Franken? Jetzt werde ich gleich geschlagen, wahrscheinlich von allen, die das genau wissen. Er hat für mich einen sehr schönen fränkischen Dialekt. Gerade im Podcast, ich tue mir mit manchen Wörtern von ihm schwer, weil ich denke, was meint er? Und ja, ich selbst spreche gefühlt ja gar kein echtes Fränkisch. Ich bin da weit davon entfernt, von irgendeinem Dialekt. Aber ja, man hört es trotzdem natürlich. Aber ja, und Nick Martin spricht einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das fand ich mega sympathisch und habe seinen Podcast so ein bisschen durchgesuchtet. Mir die Länder, die ich super spannend fand, auch rausgesucht und gehört. Und ja, dann habe ich mitbekommen, oh, er hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise war da dabei, es zu schreiben. Beziehungsweise hat er es eigentlich eingesprochen. Da gibt es eine ganze Folge auf seinem Podcast, wo er erzählt, dass er das in der Hängematte liegend eingesprochen hat. Und Anita Vetter, hat dieses Buch dann transkribiert. Das heißt, sie hat aus dem, was er erzählt hat, eine Sprache, Stimme gemacht und niedergeschrieben, dass sie eben auch nicht Franken verstehen. Also man hört, wenn man das Buch liest, durchaus noch Nick Martin, allerdings mit weniger Dialektakzent. Und aber trotzdem so seine Art des Erzählens ist noch da. Und das finde ich total mega. Und die Vorstellung, dass er das Buch wirklich eingesprochen hat und dann kommt das am Ende dabei raus, finde ich persönlich wirklich großartig. Das unterstützt mich in meiner Vorstellung, auch einfach mit einer Sprachnotiz-App irgendwie durch die Welt zu laufen und meine Geschichte aufzunehmen, die so in meinem Kopf schwirrt. Aber
Ja, das finde ich großartig. Ja, Nick Martin ist, wie gesagt, 86er Baujahr und hat irgendwann beschlossen, seinen tollen Job, den er da hat, zu kündigen. Er hatte keinen Bock mehr, hat gemerkt, dass dieser Weg nicht seiner ist und hat sich mit seinen Ersparten auf Weltreise begeben. Also eigentlich angedacht, vielleicht so erstmal ein paar Monate, dann so ein bisschen länger und daraus wurden dann eben 6 Jahre. Wobei am Ende der Zeit dann eben auch noch ein verdientes Weltreisen sozusagen dabei war. Aber gut, Nick Martin erzählt uns hier all seine Stationen, die er gemacht hat und das sind tatsächlich einige. Ich weiß gar nicht, wo er alles war, genau auf hoher See, Neuseeland, er war in Mexiko, also Südamerika, dann war er auch direkt in den USA. Also er war gefühlt überall auf der Welt und überall hat er auch Fotos beigelegt. Das hat mich mega überrascht. Es gibt gefühlt keine Seite, auf der nicht mindestens irgendwie ein Foto ist und also Wahnsinn. Also das finde ich für ein Reisebuch, was glaube ich dann gefühlt nur in Anführungszeichen 20 Euro kostet, ist das wirklich großes Kino. Also es ist auch von der Aufmachung geile Haptik, lässt sich wunderbar lesen. Also man hat da kein Problem irgendwie mit Wellen oder keine Ahnung. Also ich hatte keine und ich fand das mega. Das Buch ist mir vom Conbook Verlag auch zur Verfügung gestellt worden. Dafür auch vielen lieben Dank. Ich bin hammer begeistert. Also ich mag Nick Martin unglaublich gerne. Ich mag es, wie er die Welt sieht, wie er Menschen sieht, wie er diese Länder bereist hat, mit welchem Gefühl er es schafft, es rüberzubringen, wie er es schafft, es spannend zu gestalten, aber es eben durchaus auch Reiseabschnitte gab, die nicht unbedingt spannend waren, aber doch irgendwie so interessant waren und einfach auch dazugehören, wie er mit Krankheiten umgegangen ist, mit Dingen, wenn er durchaus auch mal abgezockt wird, wie er mit Freunden umgeht, der Liebe umgeht, mit neuen Menschen umgeht, was er für Tipps hat, die man vielleicht, wenn man selbst auf Weltreisen mal gehen möchte oder auch einfach nur einzelne Länder bereisen möchte, die ergibt Dinge, die man unbedingt getan haben muss in diesem Land und zum Teil auch wirklich tolle Spartipps. Also danach hat man Fernweh, am liebsten hätte ich direkt meinen Koffer gepackt, alles hinter mir abgebrochen und wäre auf Weltreise gegangen. Und es ist schön, mit ihm das einfach mitzuerleben und nochmal auf Fernreise zu gehen. Und ja, wenn man seinen Podcast kennt, dann kennt man auch manche Passagen aus dem Buch. Ich meine, logisch, dass sich das irgendwo überschneidet. Aber ich fand es in keinster Weise uninteressant, eher im Gegenteil. Ich fand es spannend, es einfach nochmal in dieser Form auch zu lesen, mich nochmal zu erinnern, ach, das hat er da und da erzählt und das ist ihm also hier passiert. Weil manchmal ist das Hören halt doch einfach anders, als wenn man es dann nochmal liest und nochmal in den Zusammenhang bringt. Und ja, das fand ich großartig. Ist für mich ein absolutes Highlight in der Reise. Abenteuerliteratur hat mich wirklich gepackt, gefesselt und ich finde es immer schwierig, jemand anderes Leben, gerade wenn es eine Art Biografie ist, dann ja zu beurteilen, weil es ist halt einfach sein Leben. Von daher finde ich es eigentlich total merkwürdig, aber ich finde, wie er es dann rüberbringt, wie das Buch aufgemacht ist, was der Verlag also wirklich hier für ein tolles Buch in die Welt gelassen hat. Ich finde es Hammer. Also jeder, der gerne irgendwie Weltreisebücher, irgendwas dazu liest, hört, Videos schaut, der sollte sich zu diesem Buch, sollte mal hingreifen, mal reinschauen, mal die Haptik, also wirklich dieses in die Hand nehmen, finde ich hier wirklich mega. Die Aufmachung ist toll und zudem ist er ja aktuell gerade noch auf Tour mit seinem Programm und ich schaff's leider nicht zu irgendeinem der Termine, aber eine liebe Freundin von mir war auf einem seiner Tourdaten und hat dort die DVD gekauft, die ich mir jetzt anschauen darf und darüber freue ich mich auch sehr. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, schaut mal, ob er bei euch irgendwie in der Nähe ist. Ich weiß gar nicht, ob die Tourdaten hier irgendwie drin standen. Ich glaube, ich habe die das letzte Mal auf Instagram gesehen, beziehungsweise auf seiner Internetseite. Also schaut da einfach mal rein, wenn euch das interessiert. Absolute Empfehlung. So viel bunt gemischtes in einem Buch über so viele Länder, so viele Dinge, die passieren können. Es ist echt der Hammer. Also und wunderbar erzählt und auch wirklich großes Kino von Anita Vetter, die das in seiner Sprache sozusagen auch einfach nochmal übersetzt hat. Also wie ihr seht, wirklich auch mit Bildern gespickt. Es ist echt der Hammer. Also großes Kino, hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und nach den Büchern der Woche bin ich auch bei Netflix zufällig über eine Serie gestolpert. Und ich habe relativ unverfänglich mit Daybreak angefangen. Ja, da ist die erste Staffel mit 10 Folgen jetzt herausgekommen. Und ich dachte so, huch, Apokalypse, so ein bisschen Jugendstyle, das könnte was für mich sein.
Und ja, es war was für mich. Also ich habe jetzt, ich glaube, 8 Folgen ungefähr gesehen. Ich glaube, mir fehlen 2 oder so 2,5 Folgen. Aber bisher finde ich das überraschenderweise mega gut. Wir treffen auf Josh Wheeler. Der Schauspieler kam mir unglaublich bekannt vor. Und zwar ist es Colin Ford, den man unter anderem aus Under the Dome kennt. Beziehungsweise, ich glaube, auch mit irgendeinem Film mit Matt Damon müsste er auch mitgespielt haben. Ich glaube, Wir kaufen einen Zoo, da war er der Sohn. Und von noch irgendwo, also dieses Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Ein super sympathischer Charakter, der Josh Wheeler sozusagen rüberbringt. Und auch den Direktor der Schule kennen wir. Director Burr wird gespielt von Matthew Broderick. Und das hat mich ganz schnell dazu verleitet zu sagen, ha, es erinnert mich an Ferris macht Blau meets Apokalypse The Walking Dead. Ja, wir sind hier in einer apokalyptischen Welt. Es ist eine, also das ist eine Bombe auf diese Stadt geworfen worden und alle Erwachsenen haben sich irgendwie zu Ghulen verwandelt. Es sind nicht direkt Zombies, weil sie wohl nicht untot sind. Ja, das kommt ein bisschen später. Aber sie haben so die ein oder andere Macke, die ich super geil fand. Ja, insofern man das geil finden kann. Ja, die Jugendlichen haben sich in Gangs gebildet. Da haben wir die Obersportler, dann die, die sich ständig betüdeln. Das sind die coolen Cheerleader. Und dann haben wir Josh, der eigentlich so als Alleingänger unterwegs ist, der seine Freundin Sam sucht, zwischendurch irgendwo ein Schwert findet, das er auch Sam nennt. Weil jedes große Schwert wie Langklaue, Stich und haben ja einen Namen. Ach, ich fand diese Anspielung auch so geil. Und ja, er trifft dann eben aber auch auf andere, die mit ihm dann irgendwie Sam suchen. Denn gefühlt, ja, jeder Mensch braucht einen Sam in seinem Leben. Oh, großartig, genau mein Satz. Beziehungsweise ist das, glaube ich, ein Zitat von George R. Martin, der ja seinen Sam in Das Lied von Eis und Feuer so ein bisschen von Sam, seinen Sam von Sam Weiß Gamgee aus dem Herrn der Ringe inspiriert hat lassen und dann gesagt hat, jeder Mensch braucht eigentlich einen Sam. Und wie bin ich da jetzt hingekommen? Ach ja, die Suche von Josh auf. Ja, wenn man mir Herr der Ringe als Stichwort gibt, ist es vorbei. Ja, auf jeden Fall haben wir diese Jugendlichen, die jetzt auf der Suche sind, die auch so ein bisschen untersuchen wollen, was ist da eigentlich passiert und wie kam es zu dieser Katastrophe. Und ja, wir haben so ein bisschen Apokalypse. Wir haben Jugendliche, die tun, was sie wollen, ohne dass ein Erwachsener mal sagt, ach Kids, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Und wir haben einen bitterbösen schwarzen Humor. Den fand ich echt geil. Ja, es hat mich unglaublich gut unterhalten. Es war auch sowas, so noch eine Folge. Ich glaube, die gehen so 40, 45 Minuten, wo man einfach weg ist, ja, suchtet, wo man immer den Eindruck hat, oh, jetzt hier macht sich noch eine neue Tür auf, eine neue Handlung, oh, jetzt macht das wieder Sinn. Und das Perfekteste an der Serie ist, dass mit einem gesprochen wird als Zuschauer. Ich liebe sowas. Ich fand das in den ersten 1-2 Staffeln bei Sex and the City großartig, als Carrie mit uns gesprochen hat. Und Josh spricht sehr oft mit uns. Und nicht nur Josh, am Ende kommen noch so ein paar andere Charaktere dazu. Und dann hält wirklich so die Szene inne und er unterhält uns, switcht auch mal zurück, bringt uns eine Zeitschleife, zeigt uns was aus einer anderen Zeit. Ich liebe das. Ich habe mich so gut schon lange nicht mehr unterhalten gefühlt und hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und denke jetzt auch, wenn die Auflösung kommt, die ich wahrscheinlich nicht so erwarte, wie sie kommt, weil die Serie bisher mit allen Konventionen irgendwie gebrochen hat. Und ich finde es großartig. Also es macht mir Spaß. Ich freue mich jetzt noch auf die fehlenden 2 Folgen und hätte nie gedacht, dass mich das so begeistern kann. Ja, zudem beruht die Serie wohl auf einer Graphic Novel von Brian Rolfs. Das habe ich mal aufgeschrieben, der mir aber gefühlt nichts sagt. Von daher, vielleicht kennt ihr ja diese Graphic Novels oder vielleicht auch schon die Serie. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ich finde sie mega und freue mich auf die folgenden Folgen, die ich jetzt dann in meiner Urlaubswoche noch ansehen werde. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, tatsächlich gar nicht groß zu erzählen, außer dass ich nochmal auf die nächste Woche hinweisen möchte, denn am 9. November findet um 10 Uhr ein bayerisches Booktuber-Freunde-Treffen
Bücherfreunde treffen statt. Wir treffen uns um 10 Uhr am Hauptbahnhof. Ich hatte das auch schon auf Instagram geteilt. Ich packe es auch nochmal unten in die Infobox. Wer nächsten Samstag also Lust hat und Zeit hat und vielleicht irgendwie in oder um Würzburg herum wohnt und vielleicht die Stadt einfach mit uns entdecken möchte, denn als bayerisches Booktuber, was auch immer, sind wir das erste Mal in Würzburg. Ich selbst bin, glaube ich, dann auch erst zum zweiten oder dritten Mal in Würzburg. Also war da auch schon ewig nicht mehr und auch noch nicht so häufig. Ich freue mich sehr auf das Städteentdecken. Ich möchte auch ein bisschen vloggen. Mal sehen, ob mir das so gelingt und ja, ob es dann auch ein anständiges Video dazu gibt. Und ja, lasst euch überraschen. Ja, also wer Lust hat, nächste Woche, 9. November, bayerisches Bücherfreunde-Treffen in Würzburg. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und den man wieder sieht oder auch neu kennenlernt. Und ja, da gucken wir dann einfach mal, wie der Tag so wird. Ja, das war's soweit mit der Woche. Ich glaube, ich habe jetzt nichts groß irgendwie vergessen oder verdrängt. Nein, alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich unten in der Infobox. Schaut daher super gerne mal mit vorbei. Und wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder noch vorhabt oder schon kennt oder angefangen habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Oder auch gerne, welches Buch vielleicht euch als letztes begeistert oder enttäuscht hat. Lasst uns da gerne ein bisschen Austausch in den Kommentaren, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.